Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Last of Us. Wir sind endlich im Krankenhaus angekommen bei den Fireflies. Und die wollen Ellie wohl, wie ich es mitgekriegt habe, am Gehirn operieren. Weil da wohl irgendwie das Ding sitzt, der Korpus sitzt, um den Impfstoff herzustellen. Und deswegen sind wir jetzt auf dem Weg in den zweiten Stock. Wo Entlang, aufpassen! sie operiert wird. Gleich hier! Alter, ich verpulle ihn so viel Schuss und dann läuft man weiter, als wenn nichts gewesen ist. Alter, krass, auch der. Als wenn nichts ist. Dafür wirst du bezahlen. Aber du siehst auch wie zweiter Käse. Du auch. Jetzt bist du am Arsch! Bin ich das? So, wer fühlt sich hier wohl schlechter? Oh, die wollte ich hier gar nicht ausrüsten. Gib mir mal meine Pumpe, bitte. Danke. Oh, den lad die mal nach. Ja, uns geht das nicht so gut gesundheitlich. Na, komm her. Du musst dich einmal verbinden, Joel. So, wir müssen unbedingt irgendwie einen Stock höher kommen. Was ist da unten los? Habt ihr ihn gehört? Scheiße. So. Genau, wir müssen einen Stockwerk höher kommen. Da wird sie angeblich repariert, ja. Sie wird operiert hier oben. Hier Sackgasse. Ist hier irgendwas mit OP-Room oder sowas? Spiel mal ab. 28. April. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodrom Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben. Es ist nicht umsonst gewesen. Oh, ein Firefly-Anhänger. Bei den Fireflies, ein Firefly-Anhänger. Bryony Stewart, okay. Bryony Stewart.
Das läuft gerade wieder wie geschnitten Brot, du. Oh Gott. 15. März. Wir haben endlich die Grenze von Utah überquert. In einigen Tagen werden wir wieder bei den anderen sein. Heute ist die Mannschaft bei besserer Laune. Ich habe mir Sorgen um ihre Moral gemacht, seitdem Greg und Tania letzte Woche von uns gegangen sind. Es ist zu gut, sie mal wieder lachen zu hören. Robin kam zu mir und sagte, danke, dass du uns auf uns aufpasst, Marlin. Es war eine kleine Geste, aber ich habe sie gebraucht. 23. März. Ellie hat es nie geschafft. Wir haben das Krankenhaus erreicht. Es wurde gefeiert, zumindest von den anderen. Sie freuen sich, ihre alten Freunde wiederzusehen. Manche von ihnen haben wir seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen. Nachdem sie mir die Neuigkeiten berichtet hatten, konnte ich es nicht essen. Ich konnte mit niemandem sprechen. Ich sollte dankbar sein dafür, dass ich noch lebe. Aber jetzt will ich nur die Augen schließen. 24. März. Sie sehen mich an und ich weiß, was sie denken. Sie denken, dass wir ein paar unfähige Anfänger sind. Was hätte ich tun sollen? Ich dachte, ich würde sterben. Meine Männer wurden vom gesamten Bostoner Bataillon gejagt. Ich musste sie aus der Stadt schaffen. Wie hätte ich wissen sollen, dass die Firefly-Eskorten bereits tot waren? Verdammt. Ich bin in Panik geraten. Letztlich sind meine Wunden schnell verheilt und meine Männer waren fähiger, als ich es erwartet hatte. Mehr als eine Handvoll überlebte den Angriff der Armee. Ich hätte sie bei mir behalten sollen. Stattdessen habe ich sie in die Hände von Schmugglern gegeben. Ich habe dich enttäuscht, Anna. Ich habe uns alle enttäuscht. Ich bin eine unfähige Anfängerin. 25. April. Ich kann nicht mit ihnen reden. Ich halte die Blicke nicht mehr aus. Ich kann hier nicht mehr bleiben. 28. April. Einer unserer Kundschafter hat uns gerade angefunkt. Er hat gesehen, wie ein älterer Mann und ein junges Mädchen den Tunnel beim Busbahnhof betreten haben. Er sagt, sie könnte rothaarig sein. Ist sie aber nicht sicher. Was, wenn sie es ist? Hör auf, Marlene. Der Aufklärungstrupp wird sich auf den Weg machen. Ich werde mich ihnen anschließen. 28. April. Wenn du dich in der Dunkelheit verirrst, hast, suche nach dem Licht. Sie lebt. Sie führen jetzt die Tests an ihr durch. Ich kann nicht sagen, ob ich aufgeregt, ängstlich oder bloß nervös bin. Ich weiß nur, dass meine Hände nicht aufhören zu zittern. Ja, Marlins Tagebuch. Das kannst du dir sonst verstecken, Marlin. Hallo. Wie soll ich wieder 100 Schuss aushalten von der scheiß Pumpe? Hinter diesen Sandsäcken! Kuckuck. Nicht verlieren! Schmuggler entdeckt! Verdammt. Gib mir Deckung! Ab! Ja, genau jetzt habe ich wieder keine Munition mehr, keinen Schuss mehr, gar nichts mehr. Ey. Alter, keine Schuss mehr, nichts mehr. Was ist denn hier los?
Hätte man aber schon alles leise regeln können, ne? Pädiatrie. Bin ich blind? Wo muss ich jetzt hin? Hä? Hab ich irgendwas? Ach so. Komm schon. Du meinst, das hält die auf, Joel? Das verschafft mir etwas Zeit. Ist Muni irgendwas? Versprechen gehalten habe. Obwohl ich sehr viel zu tun hatte, war sie mir wichtig. Ich hätte alles für sie getan und manchmal... Nur ja. Sie kann uns retten. Uns alle. Danach haben wir gesucht. Du damals auch. Ich soll den Schmuggler töten. Aber ich werde nicht den einzigen Mann hier töten, der die Schwere dieser Entscheidung begreift. Mhm. Vielleicht vergibt er mir? Nein. Du fehlst mir, Anna. Deine Tochter ist bald bei dir. Du mischst dich, Anna. Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie an die... Nein! Widerliches Schwein! Was haben Sie vor? Ellie, komm. Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh, Mist. Hier! Ich bring dich hier raus, Kleine. Zu den Ausgängen! Ich hab dich. Na los. Mach schon an die Musik, ne? Wo lang? Du kannst nirgendwo hin. Auf die andere Seite! Alles okay. Alles okay. Alles okay. Das ist deine letzte Chance. Leg sie hin! Ich hab ihn im Visier! Ich sag dir zurück! Komm schon, komm schon! Stop. Oh Gott!
Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klickern in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Erschieß sie. Sie wird gar nichts spüren. Okay. Ich hab's geahnt. Aber was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Jetzt ist sie erschossen. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wo lügst du? Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Würdest dir nur folgen. Oh, fuck, ey. Aber warum lügst du sie an, Joel? Vorsichtig. Wir müssen wohl laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Pass auf deinen Kopf auf. So, ich hab es. Ich bin doch schon alt. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Okay, es ist gerade... Hoch. Schau mal da. Wir sind fast da. Was ist das denn? Der Qualm ist überall aus dem Schornstein. Ist das da, wo sie dann in Teil 2 sind? Aber Teil 2 habe ich nie gespielt. Ich habe nur irgendwie Szenen gesehen, wo sie dann in so einer Stadt sind oder was? Oder in so einem Dorf? Hier,
Ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Okay, na komm. Hey, warte. Damals in Boston. Als das mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör es aber mir. Es... Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Oh, fuck. Ich schwör's. Och, Joel. Tja, das war's. Ich sag ja, Last of Us ist, was soll man dazu sagen? Es ist ein geniales Spiel, es ist ein geiles Spiel. Du brauchst jetzt viel, man muss dazu nicht mehr viel sagen. Ne? Ich hoffe, das LP hat euch gefallen und ja, werde es noch ein bisschen Abspann laufen lassen und dann werde ich das Video beenden. Lasst mir gerne ein Like oder ein Kommi da oder ein Abo, wie ihr möchtet. Ich würde mich über alles tierisch freuen. Habt eine wunderschöne Zeit und ja, wir sehen und hören uns im nächsten LP. Macht's gut, bis dahin.
Thank you.